So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter und betreten heute das Büro des Schulleiters. Wir haben ja das Passwort. Toujours pur. Schon wieder eine Seite? So, für die Leute, die übrigens. Ausrüstungsgegenstände sind voll, na super. Aber ich kann ja ein paar Dinge verkaufen. Warte mal, ich kann mir mal. Genau, wir müssen ja die Prüfung noch machen. Warte mal. Warte mal, warte mal. Hier können wir ein bisschen stärker machen, das können wir jetzt mit dem nächsten Level. Ja, ist das drum. Ich verkaufe die Dinge. Der Schal, der passt nicht, überhaupt nicht zu uns. Deswegen nehmen wir ihn wieder raus. So, dann gehen wir mal weiter, oder? Hallo Homora. Bestimmt noch ein Demigeist drin, würde ich behaupten. Wir können ja allerdings beöffnen. Natürlich, jetzt haben wir das Problem, dass wir keine Truhen mehr öffnen können. Ich hätte fast erwartet, dass jetzt ein Demigeist hier drin hängt. Drei haben wir ja noch, oder vier haben wir noch unterwegs, glaube ich. Ja, dann sage. Der Wasserspeicher. Hier muss ich das Passwort sagen. Brom oder was? Bestimmt oben. Besch. So, da gehen wir mal hoch. Ich habe so ein bisschen komisches Gefühl bei der Nummer. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Schlafende Porträts. Und schon haben wir wieder eine Handbuchseite. Brauner Säbel, okay. Da ist die Handbuchseite. Ah, das ist doch eine unterwegs. Also wie viele wir einfach kriegen.
Wir kriegen gerade mehr oder weniger, wenn wir gerade mit dem Ding durch wir werden gerade mehr oder weniger mit. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Ja, was finde ich in dem Buch? Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder. Denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Okay. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Heiter gegen Furunkel, ein Fläschchen. Also, trinken einfach mal, ja. Trinken wir einfach mal Tee. Das muss das Podest sein. Nutzen. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neve nennen. Neve. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Durchquere die Stadt, ohne gesehen zu werden. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Gibt es hier eine Möglichkeit, irgendwo außen rum zu gehen? Jetzt frei. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Oh, das war jetzt. Nee, wir Moment warten müssen. Deine Reise ist beendet. Jetzt habe ich. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neve wohl steckt. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ich muss jetzt keinen Moment warten hier. Da reisen sie jetzt lange.
Da vorne ist eine Treppe. Okay. Finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Alter, wo zur Hölle sind wir hier? Ich sollte weiter, solange ich kann. Neve muss hier sein. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Scheiße. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Muss ich hin? Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. So, jetzt muss der sich noch umdrehen, dann kann ich da durch. Da lauert nur mehr Gefahr. What the fuck, Alter? Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihm vorbei. Scheiße. Ja, wie ich gesehen. Alter, was ist das für eine Mission, ey? Sichere Weg zu sein. Die Tür da. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Klar, ihr lauft natürlich hier oben alle lang, oder was? Ich würde doch langsam mal rennen. Dort geht es weiter. Hm.
Mysteriöser Umhang! Sie hat einen neuen Gegenstand freigeschaltet. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Der Tarnumhang. So, wir müssen jetzt irgendwie da links lang. Warte mal, wir müssen da. Ich glaube, wir müssen wieder runter, ne? Oder sehe ich das falsch? Dass ich das gerade besiegen. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich Ihnen nähern. Ach, wir können doch noch hier durch. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Das finden wir gleich in der nächsten Folge raus.